Es war nicht immer leicht, uns zu finden. Ein riesiger Weltkonzern hatte uns jahrelang einfach von der Karte gelöscht. Waren wir einfach zu schön, um da zu sein? Oder sind wir gar Hidden Champions? Hidden was? Eines ist klar, es gibt uns, und zwar hier. Zwischen der alten Residenzstadt Oldenburg und der freien Hansestadt Bremen. Wir sind mit dem Fahrrad zu erreichen, mit dem Zug, auf dem Rücken eines Pferdes, mit dem Auto, dem Bus oder sogar aus der Luft. Wir sind gerne in der freien Natur und lieben die Nähe zur Großstadt. Wir holen das Rheinland in den Norden und sind mit unserem norddeutschen Slang im Reinen. Moin. 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 Wir hassen Angeberei und sind die bodenständigste Boomtown Norddeutschlands. Aber mindestens. Unsere Unternehmer machen nicht viel Wind um ihren Erfolg. Sorgen aber für eine Prise Seeluft. Stehen ihr Mann. Gehen den Dingen auf den Grund. Haben den Bogen raus. Operieren international. Überlassen eintönige Arbeiten lieber Maschinen. Die Spannenden den Menschen. Und sorgen für frischen Kaffee am Morgen. Unsere Fachkräfte lieben die familiäre Arbeitsatmosphäre, schätzen Kommunikation auf Augenhöhe und genießen den hohen Freizeitwert der Gemeinde. Zum Beispiel in unserem beliebten Saunahus, im modernen Freibad, beim klangvollen Kulturangebot. Einkaufserlebnis in unseren liebevoll geführten Geschäften. In unserer außergewöhnlichen Bücherei. Schön und gut, aber gibt's hier eigentlich auch Bücher? Jede Menge. Und was spricht noch für Gandakesee? Unsere Lehrer-Kitas! Und unsere Schulen! Unsere Regio-VHS, ein Ort für lebenslanges Lernen. Ganz viele Förderer, aktive Menschen und Ehrenamtliche. Genau! So wie fast 100 bunte Ganter. Und eine Gemeinde, die sich kümmert. Das alles macht unser Lebensgefühl aus, hier auf dem schönen, platten Land. Und doch der Großstadt so nah. Gandakesee. Jetzt auch auf Google Earth.